Jetzt am Wort ist Eva-Maria Himmelbauer, sie ist von der Volkspartei. Ich darf mich zum UG 15 melden, und zwar zum Themenbereich Breitbandförderung und Digitalisierung, das durchaus ein sehr wichtiges Zukunftsthema auch darstellt. Und hier auch drei Schwerpunkte herausgreifen, die sich hier in diesem Budgetkapitel auch wiederfinden. Erstes Themenbereich Breitband. Das Budget 2024 sieht für den Breitbandausbau 420 Millionen Euro vor. Das sind 171 Millionen Euro mehr, als es noch 2023 waren. Für den Rahmen 2024 bis 2026 werden 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um Breitband in Österreich und vor allem im ländlichen Raum auszubauen. Grundlage hierfür ist die österreichische Breitbandstrategie mit der Zielsetzung, flächendeckende Gigabit-Anbindungen bis 2030 sicherzustellen. Und das Breitbandförderprogramm sowohl noch aus 2020, aber auch in Perspektive 2030. Mit Stand Ende 2022 verfügen rund 69% der österreichischen Haushalte bereits über einen gigabitfähigen Internetzugang und 95% der Haushalte über einen 5G-Zugang. Wir sehen also, dass die Breitbandprogramme Wirkung zeigen, und wir erleben heute immer noch einen hohen Bauintensität, sowohl bei den privatwirtschaftlichen als auch bei den geförderten Ausbaugebieten. Zuletzt wurden 2022 OpenNet- und Access-Programme in der Höhe von 900 Millionen ausgeschrieben, und kommenden Mittwoch wird eine weitere OpenNet-Ausschreibung in Höhe von 375 Millionen ausgeschrieben. Wir setzen hier also bewusst auf ein Erfolgsmodell. Offene Netze, die allen Internet-Service-Providern offen stehen und der Infrastrukturbetrieb davon abgegrenzt ist. Zielsetzung ist klar, jene Gebiete, die privatwirtschaftlich nicht ausgebaut werden würden, anzuschließen und diese Lücken, also diese weißen und grauen Flecken in der Breitbandversorgung zu schließen. Das ist Zukunft, das ist ein Zukunftsprogramm. Ein zweiter großer Themenblock sind digitale Kompetenzen zu stärken. Bereits dieses Jahr gestartet, aber auch ein Fokus für das kommende Jahr, bildet die digitale Kompetenzoffensive. 2024 sollen hier in allen österreichischen Gemeinden Digitalisierungsworkshop, also digital überall, sollen sie heißen, für digitale Grundkompetenzen umgesetzt werden. Insgesamt über 3.500 Workshops und in diesem Jahr bereits 860 Workshops. In Österreich verfügen 63% der 16- bis 74-jährigen Bevölkerung über grundlegende digitale Kenntnisse. Damit liegen wir auch über dem EU-Schnitt. Aber die Zielsetzung ist es natürlich, dass möglichst alle Menschen über digitale Kompetenzen verfügen. Und an dieser Stelle darf ich dann auch gleich eine Brücke zum KI-Maßnahmenpaket in der Schule verweisen und gleich hier einen Bogen auch zu spannen. Wir wollen auch, dass junge Menschen bestmöglich auf ihr zukünftiges Lebens- und Arbeitswelt auch vorbereitet sind. Wir haben in den vergangenen Jahren Maßnahmen in der Schule gesetzt, wie die Einführung eines Unterrichtsfachs, digitale Grundbildung oder auch die Ausstattung von Geräten in der Schule ist ein Fixbestandteil unseres Budgets. Und somit ist es auch in der technischen Entwicklung nur schlüssig, dass KI als Thema, als aber auch als Tool in der Schule Einzug findet. Neben den bereits bestehenden vielen Unterstützungsmöglichkeiten und Fortbildungsangeboten wollen wir 2024 100 KI-Pilotschulen ernennen. Diese werden wissenschaftlich begleitet, damit wir gute Schlüsse auch für das Bildungssystem ziehen können. Und der letzte Punkt, um bei KI zu bleiben, 2024 wird auch das Jahr sein, wo wir die KI-Strategie überarbeiten und natürlich an die technischen Entwicklungen, die sich auch abzeichnen, anpassen. Wir sind aber auch in froher Erwartung auf den AI-Act auf europäischer Ebene und hoffen, dass wir auch hier zeitnah einen Beschluss erleben werden. Wir treffen aber jetzt schon die Vorbereitungen, um dem Thema AI, KI auch zu begegnen, indem wir zum Beispiel die KI-Behörde RTR benennen und hier auch eine beratende Funktion bereits heute einführen, um österreichische Unternehmen, Initiativen, Vereine dabei zu unterstützen, wenn sie KI einsetzen wollen und hier rechtlich auch zu unterstützen. Sie sehen, es gäbe zur Digitalisierung noch vieles, vieles mehr zu sagen, aber man sieht auch, dass 2024 uns sicherlich nicht fad werden wird. Heute auf jeden Fall legen wir die Budgetweichen für ein Zukunftsthema. Danke. Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP spricht über den geplanten Breitbandausbau in den nächsten Jahren. Die Regierung hat das Ziel ausgegeben, dass Österreich bis 2030 flächendeckend mit festen und mit mobilen Gigabit-Anschlüssen versorgt sein soll.